Das Institut Campus of Finance der Hochschule Nöttingen hat eine Studie gemacht, um mal rauszukriegen, wozu machen wir das eigentlich, was wir machen, wo können wir besser werden, was sind die Bedürfnisse der Studenten. Und dazu hat Claudia Stehr jetzt die neuesten Infos. Was ist bei der Studie rausgekommen? Ja, wir bilden ja Manager aus und fragen, und als Manager muss man bewerten, entscheiden, motivieren. Genau, und wir wollten wissen, was braucht man dazu? Und unter den Top 10 der genannten Fähigkeiten und Kompetenzen war das, was wir mit Humankompetenz überschrieben haben. Der Manager als Entscheider in seiner Position mit seiner Umwelt. Und dazu gehört ja nicht nur der Schreibtisch bis zum nächsten Platz oder der Platz im eigenen Unternehmen, sondern das ist ja viel mehr. Da gehört ja auch sogar der Fuchs im Wald dazu. Dass da ganze Systeme und auf viel höhere Ebenen tätig werden müssen, das ist uns, muss ich ganz ehrlich sagen, auch an der Hochschule erst bewusst geworden nach dem Gespräch mit dem Experten, den wir getroffen haben und den wir auch gewinnen konnten, ein neues Modul für unser Studienprogramm zu konzipieren, das wir auch ganz plakativ Mensch und Natur genannt haben. Und wer macht das bei Ihnen? Das macht ein ehemaliger Student von uns. Ja, wir sind wirklich sehr froh, ihn als Experten gewinnen zu. Wir haben schon viel von ihm gelernt und ja, wir werden jetzt auch von ihm hören. Jetzt nochmal zu Ihrer Position. Wir haben gehört, Sie waren ehemaliger Student, aber womit sind Sie eigentlich qualifiziert für diese Aufgabe jetzt? Also ich arbeite tatsächlich im Naturschutz. Ich bin Referent für Natur- und Artenschutz und mein Ausbildungshintergrund ist, dass ich Tierarzt bin. Also der Name Mensch und Natur, der klingt ja erstmal ziemlich groß und klingt aber auch ein bisschen nach alles und gar nichts. Das heißt, es ist ein sehr großes Thema. Ganz konkret geht es wirklich um dieses Verhältnis von Mensch und Natur. Und Frau Stehr hat es schon angedeutet, das Verhältnis von Mensch und Natur hat sich dramatisch verändert, eigentlich seit der Industrialisierung. Wir waren vorher ganz normal ein Teil der Natur und hatten überhaupt nie den Hebel, groß was zu verändern. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass Entscheider hier einmal ein Wissen haben, das einordnen können und gleichzeitig die Kompetenzen auch entwickeln, hier Abwägungen zu treffen. Soweit so gut. Kann man damit aber was verändern? Sie wollen also die Entscheider zunächst nur mal informieren, was ihre Entscheidungen alles für Auswirkungen haben. Ist das richtig? Genau, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, überhaupt erstmal das zu realisieren, dass diese Auswirkungen da sind. Und dann glaube ich aber schon, dass der nächste Schritt sein kann, dass man da weiterdenkt. Einfach, dass man sozusagen mehr Interessen an den Tisch holt, wenn man Entscheidungen trifft und dann auch eine Abwägung trifft, die das mit einbezieht, dass wir unsere Umwelt sehr stark verändern mit bestimmten Beispiel. Also wenn wir jetzt, wir haben gerade tatsächlich das Beispiel mit dem Fuchs gemacht, das ist jetzt völlig zufällig rausgegriffen, aber es ist so, wir haben gerade Füchse zum Beispiel in Europa, haben wir total viel. Und wenn der Müllentsorger, der den städtische Müllentsorgung auf den Gemeinden betreibt, wenn der versteht, dass die Tatsache, dass der Fuchs so häufig ist, auch ganz stark mit ihm zu tun hat, weil die Mülldeponien lange frei zugänglich waren und der Fuchs das ganze Jahr ein gedecktes Buffet hatte, dann kann man sagen, Füchse sollten auch nicht zu viel werden, wir machen da einen Zaun drum und dann ist zum Beispiel dieser Bereich schon abgedeckt. Die Frage ist ja nicht so sehr, übersteht uns die Natur? Die Natur wird das alles überstehen, sondern die Frage ist ja, schaffen wir es, eine Natur so zu pflegen, dass sie weiter uns Lebensraum bietet? Okay, und wie konkret stellen Sie sich jetzt dieses Modul vor? Was bieten Sie da an und was wird Ihre Aufgabe sein? Also es geht ganz stark darum, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen. Also dieses ganze Wissen, was wir haben, runterzubrechen, das einmal um den Klimawandel, um dieses Artensterben. Ich merke immer noch, dass über dieses Artensterben, da wissen ganz viele Leute gar nichts davon. Einfach da erstmal so eine solide Basis zu schaffen über dieses Wissen und dann aber gleich auch in die Kompetenz reinzugehen. So eine Interessensabwägung zu schaffen, wie können wir unsere Unternehmensinteressen mit persönlichen Interessen von Leuten, die betroffen sind, aber auch mit dem halt sehr abstrakten Interesse von Natur und Umwelt abwägen. Und wie wird das laufen? Werden Sie dann Vorlesungen halten? Zum Teil sind es Vorlesungen, aber das meiste ist tatsächlich interaktiv. Also wir wollen uns tatsächlich Flächen auch anschauen. Wir werden auch in einem Nationalpark sein und werden mit Nationalparkverantwortlichen auch draußen auf den Flächen sein. Und dann ist es aber auch so, dass die Studierenden relativ viel selber sich erarbeiten müssen. Na dann, viel Erfolg. Vielen Dank.